läuft tot. Jetzt schnell zu dem Portal, dann kriegen wir hier einen Gargoyle. Dann machen wir das Portal kaputt, dann kriegen wir den nächsten. Dann noch einmal dahinter gehen und dann haben wir auch alle Gargoyles und können wieder die beiden Quests abgeben. Na komm, geh kaputt. So, der Gargoyle hier noch. Ich renne schon mal weg. Ich kann noch einen Feuerball hinterher werfen, dann ist er eh tot. Und da ist auch schon der letzte, den wir brauchen. Gut, gehen wir die Quests abgeben. Ja, es hat nicht ganz gereicht. Jetzt gehen wir die Quests abgeben. Zwei Stück, wieder ein Level up und dann sind wir endgültig raus aus dem Quest. Aus dem Questloch. Könnte man es nennen. Ein bisschen Zeit haben wir ja leider verloren wegen diesem Mobskillen, aber mein Gott. So, Quest fertig, Level up, sehr schön. Nächste Quest fertig, das Siegel kommt als nächstes. Ich bin bereit, brecht auf. So, die gehen jetzt hier zu diesem verfluchten Topf. Die machen jetzt hier irgendwelche Rituale. Der steht irgendwie in so einem komischen Kasten drin. Und ich soll die Leute einfach verteidigen. Nichts leichter als das, meine Freunde. Und jetzt fangt endlich an. So, von welcher Richtung kommen die? Ich schätze mal von da hinten, ja. Ach, von überall, okay. Ich glaube, ich muss einfach nur drei Wellen töten von denen. Na komm, stirb. Jetzt habe ich ihn. So, in der ersten Welle waren es nur zwei, jetzt kommen dann, glaube ich, mehr. Ich könnte eigentlich hier mal so machen, Eichengeist beschwören. Ich habe jetzt auch Buffs, dass meine Zauber nicht so viel Castzeit haben. Das ist hier alles liegt an diesem Ort, wo wir gerade sind. Das wurde einem einfacher gemacht, weil man ja eigentlich gegen ziemlich viele Gegner kämpfen muss. Deswegen haben wir auch eine ziemlich starke Lebensregeneration. Oh, und jetzt sind es viele. Gibt aber auch nochmal schön EP. Und wir nehmen natürlich jeden EP, den wir bekommen können. So, jetzt müsste es eigentlich fertig sein. Ich mount die hier schon mal auf. Geht jetzt, jawohl. Und auf dem Pferd. Okay, ich bin unten. Ohne Ladescreen sind wir jetzt hier unten angekommen. Das ist auch cool. So, nächste Quest fertig. Und immer weiter. Jetzt gibt es hier hinten wieder die nächsten. Ein Rätsel. Und schmerzliche Erinnerung. Lest den Text, okay. Da muss ich einfach zu Shamsal gehen. Der gibt mir dann den Text, oder eher die gibt mir dann den Text, den ich lesen soll. So, da ist er. Ne, nicht so, nicht so, nicht so, nicht so. So, Quest wieder abgeben. Level up. Sehr schön. Sprechende Ruine ist das nächste. Jetzt werden wir nochmal hochgebordet, müssen nochmal ganz schnell mit allen drei Leuten reden. Da sind sie. Einmal. Zweimal. Und dreimal. So, jetzt schnell wieder hier zu ihm zurück. Quest abgeben. Fertig. Und wir kommen hier weg. Sind auch direkt wieder unten. Sogar diesmal hier oben. Das mit den Fragmenten müsste man nicht dringend machen. Das ist auch ein bisschen... Ah, das machen wir auch nicht. Das ist... Wird halt nochmal EP geben. Allerdings ist es auch ein bisschen blöd, weil wir da nochmal ordentlich Zeit damit verlieren. Also wenn wir jetzt direkt diese Questreihe einfach durchmachen und zum Isaacslager gehen. Dann schnell in die Akuruminen. Akurumin? Akurionmin, okay. Und wir sind Level 44. Jetzt sind wir auch auf dem richtigen Level für die Quests. Und jetzt kriegen wir alle Quests hier gut. Gut, ich schau mal noch, was ich skillen könnte. Erhöht die Präzision. Lockt die wilde Kraft in euch hervor und erhöht temporär eure Angriffskraft. Unsere physische Angriffskraft, ja, das wird uns als Magier nicht viel bringen. Gestrüppschild natürlich, das ist sehr wichtig. Ist eigentlich so einer der wichtigsten Sachen, die wir uns hier als Bewahrer dazu nehmen, bis auf halt die Elite-Fähigkeiten dann. Also wenn dann die dreifachen EP vorbei sind, können wir auch erstmal chillen und ein paar Elite-Fähigkeiten machen, ein bisschen das Questen ein bisschen reduzieren, verlangsamen und dann mal auf die anderen wichtigen Sachen gehen. So, Fragmente, ich breche ich jetzt ab. Ein Rätsel heißt die Quest. Wupp. Und die gibt jetzt 113 EP, ist für Level 44. Also 113.000 natürlich. Und die ist für 50 und gibt 180.000. Also kaum Unterschied. Ein bisschen, aber ich meine 6 Level. Für 6 Level ist es nicht allzu viel. So, Isaac Tobolin. Folgequest, Vorbereitung. Ach, da kommt uns gleich der erste Questmap entgegen. Ja, das ist aber nett von dir. Komm, stirb. Gut, wir müssen also jetzt schnell 10 von diesen Dämonenblumen töten. Das sind mal ausnahmsweise Blumen, die anders aussehen. Okay, die sind gar keine echten Blumen, die sind nur als Deko hier.
Gut, wir machen hier oben weiter. Habe ich denn noch ein trautes Heim? Habe ich gar nicht mehr, okay. Er ist nicht das Problem, ist nicht das Problem. Aber so um 52 müssen wir dann los, falls wir nicht... Ja doch, um 52 müssen wir dann los und die Quest machen. Das heißt, wir haben noch 20, 23 Minuten Zeit. Alles klar. So, Blume ist tot, weiter geht's. So, das ist eigentlich immer eine schöne Kombination. Feuerball drauf, ein bisschen mit dem, wie nennt sich das eigentlich? Ich weiß gerade nicht, geladener Hieb hinterher. Und schon ist der Gegner auch immer tot. Das ist eigentlich eine schöne Kombination. Wir benutzen eigentlich nur zwei Angriffskills. Fällt mir gerade so auf als Bewahrer. Und hauptsächlich Feuerball, weil es einfach am meisten Schaden macht, weil wir noch magischen Schaden so viel haben. Und auch mit einem Stab rumrennen. Wären wir jetzt natürlich auf physischen Schaden, dann würden wir auch mit geladener Hieb ordentlich Schaden machen. Sind wir aber nicht. Gut, jetzt rauf zum Isaakslager. Los geht's. Und ich nehme echt schon 46 Minuten wieder auf. Krass. Also beim Runes of Magic zocken vergesse ich irgendwie so die Zeit. Hätte ich nicht den Bildschirm, also im zweiten Bildschirm, wo die Zeit drauf ist, dann würde ich wahrscheinlich irgendwann so 3 Stunden aufnehmen und gar nicht mehr wissen, dass es schon so weit ist. Aber hier kann ich immer wieder rüberspicken, wie lang nehme ich auf. Und so kann ich auch immer die Parts relativ gut halten. Ich glaube, einer ist sogar mal 18 Minuten geworden, aber das kann man sich auch mal gönnen, so ein 18-Minuten-Part. Ich wollte nicht 2 9-Minuten-Parts machen. Ich finde, 10 Minuten ist eine schöne Zeit und drunter war vielleicht früher so, bei diesen alten Let's Plays von, als man nicht länger als 10 Minuten hochladen konnte, war es natürlich klar. Okay, jetzt haben wir hier auch noch ein paar Quests bekommen, ihr seht schon. Da war es natürlich klar, dass man nur so wenig hochgeladen hat. Ich könnte jetzt auch 20 Minuten Folgen machen, dann wären wir von den Parts her natürlich bei der Hälfte. Aber ich finde, 10 Minuten ist so eine schöne Zeit. Ich hau ja auch nicht nur eine Folge am Tag raus, meistens zumindest. Und so ist es halt immer möglich, mindestens eine Folge am Tag rauszuhauen. Auch wenn ich das nicht über alle Let's Plays sagen kann. League of Legends Let's Plays sind ja durchschnittlich bei mir 30 Minuten oder so lang. Und das ist halt schon ein bisschen aufwendiger. Deswegen kann ich da auch nicht so viel auf einmal raushauen. Aber geht bald weiter, falls ihr das auch verfolgt. So, alle Quests hier angenommen? Jawohl. Sammelt Ding auf, besorgt altes Memento. Okay, jetzt geht's hier auf in die Minen. Und wir stürmen die Minen. So, Fledermausflügel. Die hat 2 Flügel, also gibt sie uns doch hoffentlich auch gleich 2. Nein, einen. Wer hätte das gedacht? So, und wenn wir zumindest Level 50 werden, wäre auch schon mal Hammer. Dann könnte man nämlich alle Elite-Fähigkeiten bis 50 schon holen. Und das ist dann auch schon ganz ordentlich. Bin echt gespannt, was es ist. Auswendig weiß ich tatsächlich nur diese eine, was ich euch gesagt habe, mit diesem Sofortzauber für 3 Sekunden. Und die wird so richtig Hammer, wann freue ich mich, wenn wir die haben. Dann können wir so viel Schaden machen in so kurzer Zeit. Dann können wir in 3 Sekunden 10 Feuerbälle locker raushauen und die würden so 30 Sekunden Castzeit dauern. Und wir schaffen es in 3 Sekunden, also es wird dann schon Hammer. Gut, 7 von 10, brauche ich von euch auch was? Nein, brauche ich nicht. So, einfach weiter hier hinter. Die Spinne greift man natürlich auch direkt an. So. Der Vorratskran hat sicher seinen Zielort erreicht. Ach, das war die Quest. Okay. Die ist aber erst, wenn wir hier weggehen. Und das machen wir momentan ja noch nicht. Ich denke, das wird so eine der letzten Quests, die wir schaffen. Ich denke tatsächlich, dass wir hier noch wegkommen in der Zeit. Denn wir haben ja noch unglaubliche 20 Minuten Zeit. Und 20 Minuten sind enorm viel. Vor allem in dem Speed, was ich hier gerade mache. Einfach nur durchrushen, so schnell wie möglich alles annehmen. Ich hätte echt schon ein bisschen früher aufnehmen können. Aber mein Gott. Jetzt nochmal zum Endspurt, ist man nochmal so richtig enthusiastisch. Brauche ich hier überhaupt was? Ich brauche hier gar nichts. Untersucht den verdächtigen Teil der Mine. Okay. Ich glaube, da muss ich einfach nur hier runter und dann gibt es hier unten auch das Memento. So, jetzt haben wir auch den verdächtigen Teil untersucht, weil hier hinten ein Psyblo-Bahn ist. Sozusagen der Boss hier. Also sammelt, deckt die Wahrheit der Gerüchte auf, kriegen wir erst, wenn wir hier alle Quests fertig haben.